Digitalisierung ist in aller Munde. Wir alle hören die großen Opportunities, die großen Möglichkeiten, die sich durch Digitalisierung bieten. Einige der großen Nummern, man braucht, glaube ich, nicht genau zu diskutieren, stimmen jetzt die einzelnen Nummern von der Genauigkeit, aber wir alle hören diese großen Nummern. Also beispielsweise die 25 Milliarden Devices, die zukünftig über IoT miteinander vernetzt sein sollen. Wir selbst haben eine Trendanalyse gemacht, gemeinsam mit Cisco. Also wir würden diese Zahlen bestätigen. Also es ist immens, was hier an Vernetzung in Zukunft auf uns zukommt und auch Möglichkeiten bieten. Was bedeutet das konkret für die Supply Chains und für die Logistik? Gemäß einer Studie von McKinsey sind, wenn Sie rein die umsatzbezogenen Opportunitäten betrachten, entfallen 2/3 dieser Möglichkeiten rein auf die Supply Chains. Also alle Möglichkeiten, die zukünftig Umsatzpotenziale zu realisieren sind für Unternehmen, die beziehen sich mit 2/3 ihres Anteils auf die Supply Chains. Wenn Sie sich die EBIT-Einflussfaktoren anschauen, dann sind die sogar noch größer. Man schätzt also, dass 3/4 der EBIT-Opportunitäten der Zukunft, die sich durch Digitalisierung bieten, in der Supply Chain liegen. Also würde man ja sagen, wir als Logistiker, als Supply Chain verantwortliche Personen müssen halt ein sehr, sehr großes Interesse haben, auch in diese Digitalisierung hineinzuschauen. Wir sind aber nicht die Einzigen, die dort hineinschauen. Wenn Sie sich mal die Landkarte anschauen an Startups, die sich mittlerweile in diesem Umfeld tummeln, dann werden das jeden Tag mehr. Wenn wir uns mal unsere globalen Lagerhäuser anschauen weltweit, dann sehen wir, dass ca. 80% dieser Warenhäuser hauptsächlich manuell betrieben sind, also mit wenig Automatisierungstechnologie. Und wenn wir uns mal die ganze Landkarte der etablierten Player, auch der kleinen Unternehmen, die in der Logistik bisher eine Rolle spielen, sich anschauen, dann haben immerhin 25% dieser Unternehmen noch keine Strategie, wie sie mit Digitalisierung vornehmen können. Für uns bedeutet das, wir müssen uns bewusst mit dem Thema auseinandersetzen, wir müssen uns sehr strukturiert mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben eine eigene dezidierte Einheit, die sich das anschaut. Und diese Einheit, das ist ein Trend Research Team. Und eins der wesentlichen Produkte, um vorbereitet zu sein auf diese Trends der Zukunft, eins dieser wesentlichen Instrumente, das wir alle 2 Jahre veröffentlichen, ist der DHL Logistik Trendradar. Hier versuchen wir systematisch zu erfassen, was sind denn die Trends, die für uns relevant sein können in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Sie sehen auf der linken Seite, sehen wir die gesellschaftlichen Trends, die wir als relevant erachten, auf der rechten Seite die technologischen Trends. Für uns immer ganz wichtig zu sagen, schauen Sie sich bitte beide Seiten an. Wir tendieren oftmals, einzelne Technologien zu hypen. Wir sagen, dass die gesellschaftlichen Trends genauso wichtig zu betrachten sind. Wenn ich auch sagen würde, für unseren eigenen Konzern, was war so ein großer Trend, den wir sehr erfolgreich frühzeitig beschritten haben, dann ist das das Thema Go Green, also auf eine CO2-Reduktion frühzeitig Antworten zu finden. Also gar nicht so ein technologisches Thema, sondern eher ein gesellschaftlich und sozial getriebenes Thema. Das sind die Trends, die wir uns anschauen. Wir nutzen diese Trends, um daraus auch eine Struktur zu bilden, wie wir unsere Digitalisierungsagenda vorantreiben. Wir differenzieren dabei 3 Blöcke. Das ist eine ähnliche Struktur, wie auch Herr Gerbe sie heute Morgen gezeigt hat. Wir schauen uns einerseits natürlich diese technologischen Trends an, die uns insbesondere helfen, auch Effizienzvorteile in unseren Netzwerken realisieren zu können. Wir nennen das so das kleine I, die Technology Exploitation, also hier all diese Trends, diese Technologien auch frühzeitig uns anzuschauen, um unsere Netzwerke effizienter zu machen oder aber auch die Schnittstellen zu unseren Kunden anders auszugestalten. Der 2. Block, das ist, was wir nennen Business Exploration, das sind eher so die neuen Geschäftsmodelle. Wie können wir also auch Digitalisierungstechnologien nutzen, nicht nur um bestehende Prozesse besser zu machen, sondern auch mit neuen Geschäftsmodellen aufzukommen. Und das 3. Thema ist das Thema Kultur und Capabilities. Auch hier sagen wir, der Mensch muss nach wie vor im Vordergrund stehen. Wir müssen nicht nur über Digitalisierung sprechen. Wir müssen nicht nur über diese Trends sprechen, sondern wir müssen sie wirklich auch greifbar machen. Wir müssen über konkrete Pilotierungen, Proof of Concepts, diese auch wirklich zum Leben erwecken. Und das ist ein wesentlicher Ansatz, den wir auch über unser Trend Research Team verfolgen, dass wir sagen, lasst uns nicht über die Trends und Digitalisierungsstrategien auf einer Metaebene sprechen, sondern lasst uns ganz konkret anwendungsbezogen Use Cases angehen und hier neue Lösungen in den Markt bringen.
Ja, welche Lösungen haben wir hier auf der eher technologischen Seite, auf der Seite des kleinen Is, Augmented Reality? Viele sprechen über das Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Wir selbst sagen, dass das Thema Augmented Reality deutlich relevanter für die Logistik ist als Virtual Reality. Wir haben frühzeitig in das Thema schon reingeschaut. 2014 haben wir einen Trendreport dazu veröffentlicht, haben sehr genau geschaut, was ist eigentlich so das Ecosystem in der Augmented Reality, welche Partner, mit welchen Partnern können wir hier gemeinsam Lösungen erarbeiten, haben mit einem Startup aus Bremen, Ubimax, das Ganze gestartet, haben bereits Ende 2014 erste Feldversuche gemacht haben, also Smart Glasses, Google Glasses und Vuzix Glasses genutzt, um in Kommissionierprozessen diese Brillen einzusetzen. Und der große Vorteil, wenn Sie über Smart Glasses sprechen, ist halt, liegt halt darin, dass Sie beide Hände frei haben, um Ihre Tätigkeiten zu tun. Und das, was wir aus diesen Kommissionierprozessen gesehen haben, ist halt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn Sie jemanden, der in logistischen Einheiten tätig ist, Informationen visuell zur Verfügung stellen, dann kann er diese sehr, sehr viel schneller bearbeiten und sehr, sehr schnell besser behalten, als wenn Sie das über Voice geben, wie zum Beispiel über Voice Picking oder über manuelle Listen, wie es heute noch üblich ist. Das hat sich sehr schnell auch als sehr erfolgreich dargestellt. Bereits in den ersten Versuchen konnten wir 25% Effizienzgewinne realisieren. Das ist jetzt eine Lösung, die wir generell unseren Kunden anbieten können für hochfrequentiertes Kommissionieren. Wir können hierbei Effizienzgewinne zwischen 10 und 40% realisieren. Also ein schönes Beispiel, wo man zeigt, eine neue Technik, lasse uns ausprobieren und möglichst schnell auch hier in den Markt bringen, um unseren Kunden diese Lösung auch anzubieten. Zweites Thema aus dem Thema Robotics und Automation. Auch hier Kommissionierung ist nach wie vor ein relativ komplexer, zeitaufwendiger Vorgang. Wenn Sie sehen, wie ein Kommissionierer durch Lagerräume geht, dann verbringt er die meiste Zeit damit, wirklich diese Wegstrecken vor sich zu nehmen. Das, was Sie immer noch sehr schwer machen können, ist, den Kommissioniervorgang selbst, also das eigentliche Greifen eines Produktes durch einen Roboter zu ersetzen. Aber das, was Sie sehr gut machen können, ist, dass Sie es ihm viel leichter machen, dass seine Ware befördert wird. Hier haben wir sogenannte Follow-Me-Robots im Einsatz. Da hatten wir auch eine Challenge, hatten einen Gewinner. Effidence ist ein Startup aus Frankreich. Jetzt haben wir diese Lösung bereits im Einsatz. Und Sie können sich das vorstellen wie ein Hund, der folgt Ihnen. Wenn Sie stoppen, stoppt er auch. Die zweite Lösung ist halt jetzt, den automatisch zu einem Entladeplatz zu schicken. Das bedeutet, Sie drücken einen Knopf, der geht autonom zu einem, zu einer Entladestation, ein neuer kommt. Also schöne Beispiele, wo wir sagen, es gibt gewisse komplexe Situationen, die kann der Mensch und wird die auch in Zukunft immer noch besser machen als die Maschine. Aber wir können hier Maschinen einsetzen, die uns gerade bei den repetitiven und stupiden Tätigkeiten auch unterstützen können. Abschließendes Beispiel: Technology Exploitation, das Thema Sawyer. Hier ein Beispiel für kollaborative Roboter. Auch hier in der Vergangenheit sehen wir wenig Robotics-Lösungen in der Logistik. Das hat was damit zu tun, dass wir ein sehr komplexes Umfeld haben, dass diese Lösungen sehr teuer sind und dass sie typischerweise Roboter nur einsetzen können, wenn sie in einem Käfig drin sind. Die neue Generation von Robotern, die können Sie sehr gut mit Menschen zusammenarbeiten lassen. Die müssen nicht mehr in einem Käfig sein. Die können Sie sehr leicht anlernen. Die müssen Sie nicht mehr aufwendig programmieren. Das sind so drei Beispiele, wie wir heute schon auf dieser technologischen Ebene leicht auch unsere Mitarbeiter unterstützen können. Schwieriger ist es immer so ein bisschen mit neuen Geschäftsmodellen auch aufzukommen. Auch hier möchte ich Ihnen drei kurze Beispiele vorstellen. Wir haben heute schon im Laufe des Tages öfters das Thema Frachtbörsen gehört. Auch hier denken wir, DHL ist ja sozusagen in der vollen Breite in der Logistik tätig. Wenn wir sagen würden, welches Geschäft ist am gefährdetsten, disruptiert zu werden, würden wir immer sagen, dass das Forwarding-Geschäft, also ein klassisches Maklergeschäft, wo wir als Intermediär auftreten. Ja, das ist immer noch sehr, sehr komplex und schwer durch einen Marktplatz oder eine Börse zu automatisieren. Aber die Schritte dorthin werden kommen. Deswegen sagen wir auch, bevor wir andere das machen lassen, starten wir das lieber selbst. Wir haben das mit einer Frachtplattform gestartet, mit Zalludo. Die startet erstmal mit reinem Straßentransport in Deutschland, wird aber jetzt ausgeweitet auf andere Modalitäten und auch auf andere Regionen. Wir würden schon sehen, dass das sicherlich das Geschäft ist, was in 5 Jahren deutlich anders aussehen wird als das Geschäft, wie wir es heute betrachten.
Zweites Thema, das ganze Thema Big Data, Data Analytics. Viele sprechen über Big Data, wenig machen was damit. Auch hier haben wir relativ frühzeitig gestartet, in das Thema reinzuschauen, haben auch geschaut, wie können wir denn tatsächlich auch mit neuen Geschäftsmodellen dieses Thema für unsere Kunden schmackhaft machen. Wir haben ungefähr 520.000 Mitarbeiter weltweit, die haben alle zwei Augen. Das bedeutet, wir haben über 1 Million Auge weltweit, die unwahrscheinlich viel sehen. Wir haben heute das Thema Risiko schon oft gehabt. Wir haben das Thema gehabt, wie können wir unsere Supply Chains möglichst resilient aufstellen. Genau hier nutzen wir dieses Tool. Und zwar haben wir ein Event-Management-Tool. Das bedeutet, alle Risiko-Events werden hier in der Plattform gesammelt, werden unseren Kunden dann über eine Software zur Verfügung gestellt oder über ein Control-Tower-Konzept, dass, wenn etwas passiert, wir auch für unsere Kunden direkt einwirken können. Wichtig ist hier halt immer sozusagen, welche Relevanz haben die Informationen? Also nur die Informationen zu haben, bringt ihnen gar nichts. Sie müssen tatsächlich damit etwas anfangen können. Das letzte Thema, ein sehr wichtiges Thema, ist das ganze Thema Kultur. Auch hier versuchen wir, unsere Mitarbeiter auf dieser Reise mitzunehmen. Wir haben ein sehr großes Incubator-Programm gestartet. Wir nennen das Startup Lab, wo wir halt auch weltweit versuchen, innovative Ideen zu screenen, halt auch sozusagen diesen Startup-Charakter im Konzern selbst zu forcieren. Hatten das letztes Jahr gestartet, hatten 150 Ideen, die dort gepitcht wurden, haben 8 ausgesucht. Von diesen 8 sollten vom Board 2 ausgewählt werden, die dann weiterverfolgt werden. Das Board hat sich ähnlich wie jetzt gerade eben hier dazu entschieden, nee, wir nehmen nicht 2, wir nehmen alle 8. Das bedeutet, wir sind im Moment dabei, 8 dieser internen Startups nach vorne zu bringen. Ist nur ein Versuch, auch wieder, ich sag mal, dieses Thema Digitalisierung und Innovationskultur in Unternehmen auch reinzutragen. Das ist so ein wesentlicher Aspekt, wie wir das Thema auch versuchen, in den Konzern über die kulturelle Komponente hineinzutragen. Dass wir aber auch immer sagen, ist Mitarbeiter ist so eine Ebene, aber das Ökosystem, um das erfolgreich zu machen, ist ein viel größeres. Das bedeutet, wir brauchen auch immer Sie, wir brauchen Kunden, wir brauchen die Partner. Wir haben dafür unsere Plattform der Innovation Center, wo wir mehr als 11.000 Besucher im Jahr haben, unsere Kunden, unsere Partner, um genau diese Themen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, auch gemeinsam zu diskutieren. Das ist damit auch mein Appell an Sie. Verstehen Sie, wie wir auch, diesen Innovationsansatz als einen offenen Ansatz, denn wir glauben fest daran, die Zukunft startet heute. Lassen Sie uns gemeinsam gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.